Zurück mit Lars hier in einem weiteren seltsamen Raum ohne erkennbaren Ausgang. Zumindest für mich gibt es einen. Es war dieses Riesenloch, was ihr da seht. Für Lars aber so richtig noch nichts. Bin ich mir nicht ganz sicher, wie und was man da jetzt machen könnte. Ich habe schon versucht rauszuspringen und so. Ich meine, okay, das habe ich vielleicht noch nicht probiert, mal hier hinzugehen. Das war unnötig gefährlich. Und ihn zu rufen. Kommst du hier hoch dann? Echt? Kann ich mir auch nicht vorstellen, oder? Er kommt tatsächlich! Oh, nein! Lars! Du dreckiges, hinterhältiges, gigantisches, dummes Verräterschweintier! Naja, aber ich bin selbst schuld. Ich habe ja X gedrückt. Aber er hat mich runtergeschubst. Natürlich. Na gut, immerhin bist du noch da. Das machen wir jetzt genau nochmal so, ohne dass ich mir das Genick dabei breche. Nee, da geht nichts. Hier, da. Hätte gern, dass du da lang springst. Ein wenig eng für den Jungen, das Vieh und die Kamera. Gut. So, jetzt suchst du dir bitte irgendein anderes Vorsprüngchen und da hüpfst du dann drauf. So wie immer. Und am Ende kassiere ich das ganze Lob. Ah, da kannst du doch hoch. Was? Wo? Wer? Da war schon wieder was. Ich habe das Gefühl, da oben hört's auf. Ich habe das Gefühl, da oben wäre tatsächlich ein Loch im Himmel, durch das ich vielleicht wegkomme. Naja, ist schwer zu sagen. Sieht ein bisschen aus wie ein Ausgang. Hier komme ich nicht weiter. Kann ich unter Umständen hier durch? Das hat ja schon mal geklappt. Ich kann wirklich da durch. Ah, hier ist wieder irgendein erotisierender Duft. Das hat er gern. Das schnabuliert er gern in seine Atemwege. Kann ich da vielleicht so? Ups. Ja, geht sogar. Das läuft aber auch wie geschmiert im Moment. Also hoffentlich nicht geschmiert, weil ich mich da gerade entlanghangel, aber hoffe, das läuft. Läuft wie getackert. Aber das läuft wie Duct Tape. Ach nein, ich habe X gedrückt! Ich habe X gedrückt zum Hochhaxeln! Zum Hochkraxeln, das hat nicht geklappt. Natürlich, weil X bedeutet fallen lassen. Warum mache ich immer denselben Fehler? Ah, weil bei jedem anderen Spiel X gleichbedeutend wäre mit... Weiß ich gar nicht, vielleicht stimmt's gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, es wäre gleichbedeutend mit... Festhalten und weiterspringen.
Gut. Nochmal. Also, ich bin mir sicher, dass ich da nicht runterfallen sollte. Aber so einen richtigen Weg finde ich jetzt auch nicht. Vor allen Dingen hier vorne komme ich eh nicht weiter. Ich glaube fast, ich muss einen anderen Weg suchen. Das kann ja auch nicht die Lösung sein, sich jetzt hier runterfallen zu lassen. Aber nur zur Sicherheit. Ich mache es einmal, nur um sicher zu gehen, dass es auch nicht geht. Das ist die minimalste Fallhöhe. Nein. Das war klar. Man kann es ja mal probieren. Ist ja nicht mein Leben. Drück, drück, drück. Habe ich hier gerade eine Leiter gesehen? Ja. Oh, es war so einfach. Es war so einfach. Jetzt einfach weg. Ach, wahrscheinlich der unten, oder? Kann es kaum erkennen. Ist er das? Ich kann nichts sehen. Na gut, dann machen wir das nochmal. Das haben sie ja sicher nicht zum Spaß hier hingebaut. Da ist er doch. Ja, 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 ja. So sieht's aus. Da bist du doch. Direkt über dem Herd. Ich lass mich einfach mal fallen. Na, klappt doch. Atakuji awizi. Yedu natiku. Ino jo niatu om torikono. Atamaraf yeti sotu o nom agara. Oh. Na okay, wegziehen, damit Lars dahinterherläuft, das kann ich nicht. Aber vielleicht kann ich von hier aus drücken. Das kann doch nicht sein. Das geht? Boah, das ist aber ein starker Junge. Ja, er ist dabei. Oh, 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 oh. Weiter. Ah. Ach, hier geht's ja gar nicht weiter. Da muss ich die Weiche verstellen. Klar, aber wie verstelle ich eine Weiche? Nee, das klappt nicht. Okay. Machen wir gleich.
4? Nein, das ist nichts. Natürlich ein bisschen schwer zu erkennen alles durch diesen Nebel. Ups, jetzt, wie bin ich denn hier reingekommen? Das wollte ich nicht. Na, hallo? Wie bitte? Wie bitte? Suggested Actions. Wen soll ich erwürgen? Update. Okay, die erste Option ist ein Update, die zweite Option ist ein Update. Ich möchte dieses Problem, möchte mich beschweren. Please explain. Everything crashed. Bitteschön. Crashed. Thanks, Obama. Warum nicht? Ah, scheiße! Nein, nein, nein. Das muss man jetzt auch zu Ende machen. Ja, ich kann nicht sagen, was hier das Problem ist. Aber es wird mich wohl noch eine Weile beschäftigen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich jetzt an der Stelle, weiß nicht, ob das wieder... Wie kann ich denn hier Ausrufezeichen finden? Ich brauche noch ein Ausrufezeichen. Tut mir leid, es geht nicht ohne. Oh, okay. Das wusste ich zwar noch nicht. Dass man auch so auswählen kann. Nicht schlecht. Das wäre besser gewesen. Ja, gibt es hier überhaupt ein Ausrufezeichen? Ist das hier ausrufezeichenfreie Zone? Nee. Ach, wisst ihr was? Gut! Obwohl, hier vielleicht? Nee. Ja, ist es halt so. Attach Screenshot and Video Clip. Ja, ich weiß nicht. Gibt's da einen? Ja, okay. Gut. Nee. Ja, das ist jetzt natürlich ganz schön doof. Ich starte einfach nochmal neu. Wir haben aber leider nur noch, wenn ich hier auf die Uhr gucke, 14 Minuten. Je nachdem, wo wir jetzt hier anfangen... Kann es sein, dass wir dann jetzt schon beenden. Ist ein bisschen knifflig gerade für mich. Aber gut, so oder so, es wird wahrscheinlich laufen, aber sollte es jetzt wieder abstürzen, würde ich sagen, müssen wir dann beenden und vielleicht wirklich ein Update ziehen. Vielleicht habe ich es geschafft, den einen Bug zu finden, der bisher noch nicht behoben wurde durch irgendeine Form von Patch. Aber das werden wir ja gleich sehen. Was habe ich getan? Was war so besonders, dass ich dieses Spiel zerstört habe? Mit ein bisschen Pech ist jetzt auch der Spielstand weg. Das hatte ich auch schon mal. Ja, ihr merkt vielleicht, das kann mich alles gar nicht mehr berühren. Warum? Weil es mir ständig passiert. Mir ist alleine heute, wirklich, heute, an diesem Tag, in dem ich das aufzeichne, ist mir auch schon Batman abgekackt. Ich kann es euch auch nicht sagen, warum. Ah, so. Naja, gut, hier ist das Intro. Press any button. Habe ich getan. Continue. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier wohl landen. Warum nicht eigentlich? Haben wir lange nicht mehr gesehen. Hier nochmal ein bisschen die einzelnen Kreaturen durchgehen. Der geschwänzte Adler, die Entenflosse, der Goldgeier und viele lateinische Namen. Und irgendwo hier ist auch unser Trico. Gut, das hat auch geklappt. Das ist gar nicht schlimm. Ach so, das geht ja nicht. Mir fällt gerade auf, der schubst das ja ganz alleine. Ich muss das ja vielleicht gar nicht bewegen. Zumindest die ersten paar Meter hat er jetzt alleine zugelegt. Ey, ich will doch klettern.
Ja. Große Frage. Kann man jetzt von hier... Oh, das war knapp. Das war dumm. Das erste war knapp, das war einfach nur dumm. Mann! So. Kann ich von hier rüberspringen? Geht doch, oder? Mann! Mann! Das ist wirklich nicht, das ist einfach nicht fair, was du gerade machst. Gut, dann schiebe ich das Ding lieber nochmal einen Schritt in die richtige Richtung. Und spätestens hier, wo es auch langsam steiler wird, kann ich dann auf Lars aufspringen. Kann ich ihn mounten. Springe. Super. So, ich will hier irgendwo den Hebel. Ach, Treppen sind für Weicheier. Klack. Ratschück. Ich mache auch gegen Geld Geräusche, liebe Spieleentwickler. 1A Simon Kretschmann Geräusche, habe ich schon öfter gesagt. Leider scheint sich das noch nicht rumgesprochen zu haben. Das Gegenteil ist der Fall. Publisher sagen mir, bitte hören Sie auf, hier anzurufen. Ah. Wasser. Der Freund eines jeden abstürzenden Jungen. Was nun? Oh, da ist die ganze Soße ausgelaufen. Ja, das ärgert dich jetzt. Keine Ahnung, was ich hier mache. Sehr krass, wie man sieht, wie er hier rumläuft und alles sich unter seinem Gewicht biegt und knirscht. Kann ich denn unter Umständen auch jetzt ziehen? Ach, das ist ja geil. Ich kann dich auch so ziehen. Na dann. Weiß gerade noch nicht, wohin. Aber hier irgendwo ist sicherlich ein Sprungpunkt oder so. Ich versuche hier gerade die Kamera so zu justieren, dass ich sehe, wo es am besten möglich ist. Ah, okay, ich glaube, ich habe was gefunden. Warum kannst du das nur kreisförmig? Na gut. Ja, aber das bringt doch nichts. Das muss dir doch selbst eingefallen sein. Dann vielleicht mal von der anderen Seite. Ich will es nämlich eigentlich hier nach links schieben. Ah, jetzt geht's nicht. Hier. Irgendwie war das eine scheiß Idee. Das klappt einfach nicht. Aber wo? Wo könnte man hier lang? Kann man hier eigentlich durch? Ist das vielleicht... Nee. Manchmal kann man ja unten durch irgendwo. So, ich muss jetzt nochmal hier rumsuchen.
Dem muss da irgendwo eine Möglichkeit sein. Es kann doch nicht so schwer sein. Atakyam, Inosuke Dastasadu, Yewoje Kui, Oniro Tihizi. Da bist du doch. Jetzt musst du mal was, jetzt tu auch mal was für mich zur Abwechslung. Vielleicht sollte ich auch besser weg. Mach doch mal den Boden da kaputt, dann kann ich da vielleicht irgendwie rein oder so. Nee. Ah! Da ist er. Hm? So, und jetzt bitte schieben. Nein. Kreis. Ich hab doch sogar Kreis gedrückt. Schieben. Nein. Also das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Ich drück wirklich Kreis. Aber er klettert immer hoch. Grip. Ich drücke. So, jetzt schiebe ich. Nein. Vielleicht ist Schieben auch Quatsch, vielleicht sollte man eher ziehen. Okay. Die Entfernung ist noch ein bisschen zu weit. Ja, ziehen klappt deutlich besser, merke ich gerade. Jawoll. Oh, jetzt bitte keinen Scheiß bauen. Der ist auch ganz schön zerzaust mittlerweile. Die große Frage für mich ist jetzt, hat das überhaupt was gebracht mit dieser weichen Stellung? Weil letzten Endes, nein. Letzten Endes ist ja alles zusammengebrochen. Hat mir also auch nicht wirklich geholfen. Aber immerhin ist er jetzt nicht mehr abgelenkt. Oh, er will irgendwo hin. Ja, ja, ja. Ziel wurde anvisiert. Sprung wird eingeleitet. Ein letzter Motivator von mir. Und dann vielleicht schon bald. Ja, mach das. Du guckst doch schon richtig. Du willst es doch auch. Du bist dir nicht sicher, aber im Grunde weißt du genau, da geht's raus. Los! Mach es! Ja! Ja! Höher! Weiter! Schneller! Hops! Toll! Oh, 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 da sind die Kollegen, machen wieder Stress. Mir ist das egal. Ich hau ab. Ah, okay, das scheint nicht so ganz zu funktionieren. Eventuell brauche ich da diese Kiste. Ich kann mir aber nicht vorstellen, ob das jetzt hinhaut. Ob ich jetzt das Fass auf die Kiste werfen kann.
Bin ich mir ein bisschen unsicher, ob das klappt. Okay. Die Theorie ist haltbar. Shit, wir haben noch eine Minute. Ich würde das aber schon gern noch schaffen, bis wir... Ah, genau so. Nur ein Ticken weiter nach vorne, bitte. Ach Gott, du machst mich fertig. Okay. Ja, es scheint wohl nicht so zu funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Einen weiteren Lösungsweg habe ich aber auch nicht. Dann mache ich doch einfach das Naheliegendste. Ich höre auf und mache ein andermal weiter, wenn wir... Ich weiß nicht, wie viele Stunden noch fehlen, aber wenn wir noch ein paar Sessions haben, sind wir, glaube ich, durch. Es macht mir super viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Ja, jetzt viel Spaß mit den VR-Nerds und wir sehen uns dann im Laufe dieser Woche noch zu mehreren Terminen und dann reißen wir das Ding aber durch. Knallhart durchnehmen werden wir das. Bis dann.